Hey ho und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit dabei habe ich He-Man und die Masters of the Universe mit dem 5. Band der DC-Serie. Nightwing, jetzt ganz im Schatten des Joker Wars, wo ich jetzt den 11. Trade von Dan Jurgens in der Hand halte. Wobei es jetzt nicht unbedingt der 11. Trade von Dan Jurgens ist. Es ist nämlich vielmehr der 11. Trade aus der aktuellen Nightwing-Serie, der aktuell von Dan Jurgens geschrieben wird. Und da das ganze Ding im Schatten vom Joker War steht, dachte ich mir, nutze ich den Trade mal wieder als Quereinstieg bei Nightwing. Und so viel sei an der Stelle schon mal verraten. Der Quereinstieg hat wunderbar funktioniert und ich werde erstmal in der Serie dranbleiben. Aber trotz dessen könnte man das Ding auch so alleine stehend betrachten. Und wenn ihr einfach Bock habt, mal einen Nightwing-Trade zu lesen und dann an der Stelle sogar einen Nightwing-Trade, wo der Joker mit in der Hauptrolle steht, dann sage ich, der 11. Trade jetzt schon mal, bevor ich das Ding gleich reviewen werde, empfohlen. Und dann wiederum hat der gute Robert Kirkman mit einer neuen Saga angefangen, und zwar Firepower. Und als ich das angefangen habe zu lesen, hat es mich die ganze Zeit an etwas erinnert, bis es mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Und zwar ist das hier quasi wie Avatar. Also wer damals die Serie Avatar, Herr der Elemente, gefeiert und geliebt hat, also ich weiß, dass diese Serie eine riesige Fanbase hat, wird sich hier sofort zu Hause fühlen. Los mit dem kleinen Unterschied, dass hier das ganze Geschehen ein bisschen erwachsener, ein bisschen brutaler ist, weswegen auch Crossfire hinten drauf gedruckt hat, dass sie hier eine Leseempfehlung ab 16 für raushauen. Und das gucke ich gerade hinten drauf und sehe, dass es da nicht drauf steht. Ich muss das gerade mit einem anderen Comic verwechseln. Trotzdessen muss ich sagen, es hat ein paar heitere Szenen drin, weswegen ich persönlich dafür eine Leseempfehlung ab 16 raushauen würde und würde an der Stelle einfach mal sagen, für die Leute, die mit Avatar groß geworden sind und etwas suchen, was in die gleiche Kerbe steckt, die werden sich darin wahrscheinlich direkt zu Hause fühlen. Der große Unterschied zu so Kampf-Shaolin-Serien ist hier, dass der Hauptprotagonist gar kein Kampfschüler sein möchte und gar nicht so dieses Streben danach hat, der größte Kämpfer aller Zeiten zu werden, sondern er ist tatsächlich einfach nur auf der Suche nach seinen Eltern, und die wiederum hatten irgendwas mit Kampfkunst zu tun, weswegen er quasi bei der Suche nach seinen Eltern von einem Kampflehrer zum nächsten weitergereicht wird, und jeder Kampflehrer gibt ihm immer ein paar Informationen, bis er dann bei einem Mystery Shaolin-Tempel mitten in den Bergen landet, die wohl auf einen Drachen aufpassen und wo die Schüler damit beschäftigt sind, zu erlernen, wie man einen Fireball aus seinen Händen rausschießt. Allerdings ist das wiederum auf der Schule schon seit ein paar hundert Jahren keinem mehr gelungen, weswegen das quasi so ein bisschen Kämpfen gegen Windmühlen sind. Und als Owen da ankommt und der Lehrer direkt merkt, okay, der hat einiges auf dem Kerbholz, da guckt man nur also 2 Sekunden beim Kämpfen zu und kann sofort mal eine Kampftechnik, ist eigentlich relativ schnell klar, dass Owen wahrscheinlich derjenige wird, der als erstes wieder die Feuerbälle spucken kann. Und ich fand den ersten Band richtig toll. Ich mag die einzelnen Charaktere. Ich finde, Owen ist ein sehr interessanter Hauptcharakter. Aber ich mag auch den Lehrer, der ihn direkt bei der Ankunft den iPod wegnimmt und sich erstmal Mucke reinzieht und der irgendwie so die gleichen Lieblingsband wie Owen hat. Und ich finde diesen Schreibstil, den Robert Kirkman hier an den Tag legt, unglaublich charmant. Ich bin ja eh ein großer Robert Kirkman-Fan. Und wenn der gute Herr eine neue Saga anfängt, bin ich prinzipiell immer erstmal mit dem ersten Band dabei. Und wenn der gut ist, bleibe ich auch länger dran. Und ich habe große Hoffnung, dass das jetzt hier die nächste große Robert Kirkman-Serie wird, wo auch tatsächlich so eine TV-Produktion hinterherkommen könnte. Also ich sehe schon die ganze Zeit vor Augen, wie man das ganze Ding verfilmen könnte, und bin richtig begeistert. Erstes Band hat richtig Spaß gemacht und an der Stelle eine sehr starke 8 von 10 für Firepower Band Nummer 1. Danach wiederum habe ich mich schon auf Nightwing Joker War gestürzt. Ist, wie eben schon erwähnt, jetzt eine abgeschlossene Geschichte in einem Band, und die Sache bei Nightwing ist ja, dass er vor kurzem eine Kugel in den Kopf bekommen hat, die dafür gesorgt hat, dass er halt seine Erinnerung verloren hat, weswegen er eine andere Identität angenommen hat, auch eine neue Freundin kennengelernt hat und sich quasi so ein komplett neues Umfeld aufgebaut hat. Hat dafür gesorgt, dass in die Serie jede Menge frische Wind reingebracht wurde, und Dan Jurgens war wohl beim Schreiben dieses Trades bewusst, dass viele Quereinsteiger diesen Trade nutzen werden, weil halt Joker War von draufsteht, ist halt die Chance recht hoch, dass noch mehr Leute das Ding kaufen, als halt, wenn das ein ganz normaler Trade aus einer fortlaufenden Serie wäre, ohne dass gerade ein Batman-Event stattfindet. Weswegen man als Leser direkt an die Hand genommen wird und quasi auf den ersten Seiten des Trades, jetzt nicht unbedingt von Panini, die machen das zwar auch, aber auch von Dan Jurgens selber, nochmal alles zusammengerissen wird, was in den letzten Bänden interessant oder besser gesagt richtig gewesen ist. Und dabei wird dann auch zusammengerissen, dass der Rat der Eulen mal wieder an Nightwing dran gewesen ist und ihn mit dem Erinnerungskristall falsche Erinnerungen den Kopf reingepflanzt hat, so dass Nightwing aktuell gar nicht mehr weiß, was falsche Erinnerung, was echte Erinnerung ist. Er weiß auf jeden Fall, dass er die Erinnerung von 2 Leben in seinem Kopf drin hat, und das ist eine Sache, die er erstmal irgendwie bewerkstelligen muss. Und wie ich gerade eben schon erwähnt habe, ist das ganze Ding ja hier ein Tie-In zum Joker War, und da ist jetzt der große Aufhänger, dass der Joker sich diesen Seelenkristall oder Erinnerungskristall schnappt und Nightwing komplett neue Erinnerungen verpasst, so dass Nightwing jetzt denkt, dass er von Joker großgezogen wurde und quasi so der Robin von Joker all die Jahre gewesen
gewesen ist, was natürlich einen komplett irren Nightwing mit nach vorne bringt. Die einzige, die jetzt wirklich so in der Lage zu sein scheint, Nightwing aufzuhalten, ist Batgirl, seine Ex, und das wiederum hat natürlich auch ein, zwei interessante Situationen mit einhergebracht. Dazu Zeichnung, die ich unglaublich gut fand. Also es ist jetzt kein krasser Top-Zeichner dran gewesen, an der Stelle der gute Ryan Benjamin. Ich muss aber sagen, der hat wirklich abgerissen. Es waren wenige Panels dabei, die ich jetzt nicht auf Top-Niveau empfunden habe, und ich habe das Ding wirklich in einen Rutsch durchgelesen. Ich wollte nur so die ersten zwei US-Hefte lesen und mich dann schlafen legen. Das war jetzt vor ein paar Tagen gewesen und habe das Ding direkt so durchgesuchtet, weil das Pacing so gut gewesen ist, dass dann das Ding einfach nur so um die Ohren flattert. Und an der Stelle, ihr hört es wahrscheinlich schon raus, für mich tatsächlich eine sehr, sehr starke 9 von 10, Tendenz zu einer 10 von 10 für den Teil innen von Nightwing. Und an der Stelle sei nochmal gesagt, wenn ihr die ganzen anderen Bände bis jetzt noch nicht gelesen habt und die ganze Zeit auf den Querenstiegspunkt gewartet habt, sei euch auf jeden Fall der 11. Band mehr als ans Herz gelegt und absolute Leseempfehlung. Und danach wiederum habe ich mich dann auf He-Man und die Masters of the Universe Band Nummer 5 gestürzt. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Bände diese Serie hat. Ich glaube tatsächlich, dass jetzt der nächste, der 6. Band, der letzte Band sein wird, und das finde ich unglaublich schade, weil das, was Anfang Jeff Jones und jetzt hier zum Schluss dann Abnett da abgerissen hat, ist ganz großes Kino. Man merkt einfach, dass die sich mit den Masters auseinandergesetzt haben, alles sinnig weitergeführt haben und noch ihre eigene Geschichte dabei erzählen. Das Problem bei den Masters ist nur, dass das irgendwie so ein Franchise ist, was immer so 3-4 Jahre funktioniert, dann wieder in der Versenkung verschwindet und dann 10 Jahre später wieder auftaucht, und das merkt man auch hier dran, weil nach dem 6. Trade kamen dann noch 2 Crossover raus und jetzt ist die Lizenz halt wieder bei Dark Horse Comics, so dass das, was hier aufgebaut wurde, nie wirklich zu Ende erzählt wurde. Und wenn man sich jetzt diesen Band anguckt, wo halt auf Kandor eingegangen wird, auf Eternia vor 1000 Jahren, wo man sieht, wie dort halt auch Kriege gekämpft wurden und die Verlierer mehr als unfair behandelt wurden und das sogar noch Konsequenzen 1000 Jahre später hat, sodass die Kandorianer oder die Gas, was halt das Volk ist, von denen Skeletor abstammt, immer noch im Exil leben, obwohl halt die Nachahmen gar nichts damit zu tun haben, was ihre Ur-Ur-Urgroßväter getan haben, fand ich super interessant und war ein Aspekt in dem He-Man-Universum, den ich so noch nicht erlebt habe, dass sich mit Sachen auch ein bisschen differenzierter auseinandergesetzt wird. Auf der anderen Seite She-War, die im letzten Band oder vorletzten Band wieder aufgetaucht hat, die lange Zeit als Sharing von den guten Hordak unterwegs gewesen ist, die jetzt so langsam merkt, dass sie die ganze Zeit psychisch beeinflusst wurde und dass sie eigentlich die Schwester von He-Man ist, dass sie eigentlich eine Heldin sein könnte und die ganze Zeit als Böse unterwegs gewesen ist, ist auch super interessant, weil das halt die gute Dame komplett zwiegespalten darstellen lässt und dazu noch eine Klinge, die ihr komplett zum Verhängnis wird. Ich kann euch an der Stelle sagen, der Band hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich liebe das, was man dort aufgerissen hat, auch die Veränderungen, die man zum Beispiel mit Teela gemacht hat, die jetzt auf einmal zur Sorceress geworden ist. Finde es aber auch auf der nächsten Seite wieder so unglaublich schade, dass das noch ein Trade kommt und dann sind alle Veränderungen und Neuerungen, die man dort gemacht hat, wieder nichtig, und kann das sagen, die Reise macht definitiv Spaß. Es ist nur ein bisschen schade, dass es dann halt nicht konsequent weitergeführt wurde oder dass Mattel halt die CD-Lizenz wieder weggenommen hat. Das war es meinerseits. Ihr hört es wahrscheinlich schon raus. Für mich ist der Band definitiv eine 9 von 10 und auch eine absolute Leseempfehlung, und an der Stelle würde mich eure Meinung tierisch interessieren. Zum einen, wie hat euch Firepower gefallen? Dann, wie fandet ihr den Nightwing-Band und allgemein, wie findet ihr Nightwing von Dan Jurgens und die ganzen Entscheidungen, die da getroffen wurden? Und was haltet ihr von den Masters bei DC Comics? Alles in die Kommentare rein. Ansonsten sei gesagt, ich würde mich noch sehr drüber freuen. Wenn ihr Daumen nach oben und Abo da lasst, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!